Hallo Fans und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Zum Warenkorb. Was hat sich der Markt diesmal gekauft? Ja, zwei Figuren. Und zwar, kennt ihr sie? Ja, Heidi und Peter. Ja, aus der Serie Heidi. Diese großformatigen Figuren wurden von Bullyland hergestellt und sind sehr schön groß. Ich liebe Heidi und Peter. Die Story dahinter ist ganz einfach. Damals, als ich mein anderes Format produziert habe und auf einer Merchandise-Messe war, habe ich diese beiden, habe ich von der Firma Bully, alias Bullyland, habe ich abgrasen können. Ja, jetzt die Story dahinter. Irgendwann hatte ich keinen Platz mehr. Und so habe ich die beiden, ja, verkauft. Jetzt, aktuell, habe ich diese beiden wieder gefunden. Und zwar in einem Auktionshaus. Und ich wollte sie unbedingt wieder haben und habe sie wieder zurückersteigert. Und zack, sind sie wieder bei mir in der Sammlung. Die Serie Heidi. Wer kannte sie damals nicht? Damals noch in den 80ern, wo die Welt in Ordnung war für uns Generation 30 plus. Ja, sie lief jeden Samstag, lief sie im ZDF und wir haben mitgefiebert. Wir haben mitgelitten, als Heidi von Tante Dete, ja, dieser Gouvernante, ja, einfach vom Almöhi entführt worden ist nach Frankfurt zur Fräulein Rottenmeier. Ja, das Abgrundbild einer richtigen Furie. Und so kommt meine Verbindung zu Heidi und Peter zustande. Habt ihr damals auch Heidi und Peter geschaut? Ja? Wen fandet ihr denn immer so toll? Ich finde hier schon allein Peter mit Schnucki, so hieß dieses Lämmchen, Schnucki, fand ich total süß, total süß. Ja, und hier Heidi, ja, ist echt die originale Heidi für mich. Alle anderen gezeichneten Figuren ist nicht Heidi, aber diese aus Asien stammende Cartoon-Figur, die ist für mich die Original-Heidi. Nicht den anderen Shot, den man da so sieht in Büchern und so. Ja. Ja, schreibt mir unten in die Kommentarleiste, ob ihr die Serie Heidi geschaut habt. Wie fandet ihr Fräulein Rottenmeier? Ja, Fräulein Rottenmeier war, ich fand die Grotten scheiße als Kind, aber heutzutage finde ich das wirklich nun das Salz in der Suppe. Ja, postet mir in den Kommentarleisten. Bevor ihr nun abschaltet, gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Abonniert mich bei Facebook unter Fan, das Sammlermagazin oder auf YouTube unter bumo.tv. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten, zum Warenkorb, sage ich. Tschüss.